Wir leben mit unendlich vielen Mikroorganismen zusammen. Manche davon sind gut für uns und andere wieder schlecht. Durch unseren Lebensstil können wir das selbst beeinflussen, ob jetzt mehr die Guten oder die Schlechten gewinnen. Die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die Mäuse befällt. Und die Maus wird dann von der Katze gefressen. Und die Katze scheidet im Kot Zysten aus, die dann wieder die Mäuse befallen. Die Toxoplasmose ist also davon abhängig, dass die Maus von der Katze gefressen wird, sonst überlebt die nicht. Jetzt hat die sich was Tolles ausgedacht, damit die Maus auch von der Katze gefressen wird, hat die Maus keine Angst mehr vor der Katze, wenn sie infiziert ist, wird also todesmutig und hampelt da vor der Katze rum, bis sie gefressen wird. Das ist jetzt nicht das Einzige in der Natur, wo wir haben, wo sowas passiert. Es gibt zum Beispiel auch Fische, die extra oben schwimmen, damit der Vogel sie kriegt. Und dann gibt es Ameisen, die klettern oben auf die Grasspitze, und, damit das Schaf sie isst. Das ist die Toxoplasmose. Ja, wie ist das alles vernetzt in unserem Körper? Das muss ja irgendwie alles miteinander kommunizieren. Also wir haben im Darm unheimlich viele Nervenzellen und im Grunde kommuniziert unser Hirn und Darm die ganze Zeit miteinander. Viele sagen, durch diese Menge der Nervenzellen im Darm, dass das wie ein zweites Gehirn wäre. Da kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall ist eine endlose Kommunikation. Und durch den Vagusnerv sind die ganzen Organe und alles miteinander verknüpft. Da weiß also in unserem Körper jeder sofort Bescheid, wenn was ist. Dann wollte ich aber noch mal kurz zurück zu den Mäusen. Seit etwa 100 Jahren werden Ernährungsstudien oft mit Nagetieren gemacht. Und zwar nimmt man Mäuse, macht die irgendwie krank, füttert irgendwas und guckt, ob sie ein bisschen weniger krank sind. Das hat jetzt eine Arbeitsgruppe gemacht und hatte super tolle Ergebnisse. Die haben sich schon in Medien gesehen mit neuen Superfood und super toll und alles. Aber in der Wissenschaft ist so, dass man alles wiederholen muss. Also haben die neue Mäuse gekauft und zwar von Jackson Lab. Das ist ein millionenschwerer Konzern, der Mäuse verkauft. Haben also nochmal Mäuse gekauft, wieder krank gemacht, was gefüttert, nichts. Nochmal Mäuse gekauft, krank gemacht, gefüttert, noch schlimmer geworden. Jetzt kam dann irgendjemand drauf, was ist passiert? Die ersten Mäuse waren vom befreundeten Labor und die anderen vom sterilen Labor. Also hat man sich dann gedacht, dass es am Mikrobiom liegt, das unterschiedlich ist bei den Mäusen. Jetzt stellt sich die Frage, wenn man eine Maus mit der anderen nicht vergleichen kann, wie will man die dann mit Menschen vergleichen? Und man kann nicht mal Menschen miteinander vergleichen. Also was für einen gut ist, ist für den anderen vielleicht gar nicht so toll. Das Mikrobiom, was ist das überhaupt? Wir werden, also alle Mikroorganismen, die in und auf uns sind, wird als Mikrobiom gezeichnet. Also auch die auf der Haut und überall. Am meisten wird momentan geforscht mit Bakterien, also vor allem Bakterien im Darm. Da gibt es täglich mehrere neue Veröffentlichungen. Das Einzige, was man wirklich sicher weiß mit den Darmbakterien, ist, dass umso mehr verschiedene Arten wir haben, umso gesünder sind wir. Also auch Leute, die ursprünglich leben und sich mit vielen frischen Sachen ernähren, haben viele verschiedene. Und die mit der sogenannten Western Diet haben wenige, viele, also wenige Sorten. Dann gibt es im Mikrobiom natürlich auch noch Algen und Pilze wie Hefen oder Protozoen wie hier das Pantoffeltierchen. Und dann, was ganz oft vergessen wird, mengenmäßig der größte Teil von unserem Mikrobiom ist das sogenannte Virom. Das Virom sind im Grunde alle Viren, die wir im Körper haben. Und der größte und für uns auch essentielle Teil, überlebenswichtige Teil, ist das Phageom vom Virom. Und das Phageom sind im Grunde alle Phagen. Und Phagen sind Viren, die Bakterien anfallen. Diese Phagen sind sehr wirtsspezifisch. Das heißt, wenn jetzt eine Phage nur Staphylococcus aureus anfällt, geht es nicht nach Staphylococcus epidermidis zum Beispiel. Also die sind da sehr, und die Phagen können die Bakterien zum Platzen bringen oder können auch einfach nur Gene austauschen. Das heißt horizontaler Gentransfer, also die können Antibiotikaresistenzen von einem Bakterium aufs nächste übertragen, aber auch gute Gene, also das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wir haben seit Jahrmillionen eine Konkurrenz zwischen Phagen und Bakterien.
Das ist ja nichts Neues, die sind zusammen durch die Evolution entstanden. Bakterien haben ja auch ein Immunsystem und können Phagen bekämpfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man eigentlich beim Mikrobiom nicht vergessen soll. Aber zurück zu den Bakterien. Also Bakterien können auch untereinander kommunizieren, also durch chemische Kommunikation. Und wie man das am besten erklären kann, hier das lilane Gebilde da, das ist ein Tintenfisch, der heißt Bobtail Squid, der ist total niedlich, den würde ich mal bei YouTube suchen. Und zwar hat der Taschen und in die packt der Bakterien rein und wenn die Bakterien dicht zusammenhängen, dann leuchten die. Und jetzt nimmt er nachts, wenn er auf die Jagd geht, bringt er die zum Leuchten und dann denkt jeder, da funkeln Sterne, also man sieht den nicht, man sieht seinen Schatten nicht. Jetzt ist das natürlich nicht immer gut, wenn wir zu viele gleiche Bakterien haben. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Deshalb ist eine Diversität so unheimlich wichtig von Bakterien. Also wenn wir viele verschiedene haben, muss ja jeder ums Überleben kämpfen. Und wenn wir aber ein paar wenige haben, dann tun die sich zusammen und machen die anderen fertig oder versuchen ihre Ziele gemeinsam zu erreichen. Also die haben viel mehr Zeit zu tun, was sie wollen. Und da gibt es natürlich viel, was die anstellen können und wir wissen noch nicht mal alles, was die können. Also normal schließen ja Bakterien Nährstoffe auf, die können sie aber auch genauso gut festlegen. Die können Toxine produzieren, die uns krank machen. Und vor allem, was sie ziemlich großartig machen, ist das Immunsystem beeinflussen. Also nochmal zurück zu diesem Kerlchen. Wir haben so eine genannte HPA-Achse im Körper. Also das ist das Hirn, dann unser Darm mit dem Mikrobiom und die Niere. Und das produziert die ganzen Hormone, auch Emotionen und wie wir unsere Nährstoffe überhaupt verarbeiten. Am besten kann man das mit dem Stress erläutern. Also angenommen, wir haben es eilig und die Ampel ist rot. Wir werden nervös, der Hypothalamus merkt das sofort und macht, sagt der Hypophyse, also das ist die Hirnanhangsding, sagt er zu der Kreisch, Stress, Hilfe. Und dann zackt die runter der Nebennierenrinde, hey, hier, mach mal Cortisol. Und dann steigt unser Cortisolspiegel. Mit dem Cortisolspiegel steigt der Blutdruck. Entzündungsreaktionen finden statt und auch das Immunsystem wird unterdrückt. Angenommen, wir haben besonders gutes, tolles Mikrobiom im Bauch. Wir haben wieder Stress, der Hypothalamus merkt das und sagt, kreisch. Und dann kommt der Magen-Darm her und sagt, boah, ist nicht schlimm. Was passiert? Gar nichts. Man kann übrigens das Cortisol, also beim Burnout misst man die Stärke durch das Cortisol in den Haaren. Also man kann das durchaus messen, wie gestresst wir sind und ob wir dann Burnout haben. Ja. Und deshalb wusste Hippokrates schon vor 2500 Jahren, dass alle Krankheiten im Darm beginnen. Und das ist jetzt nicht nur, was offensichtlich ist, also Morbus Crohn und so Darmgeschichten, was man heute natürlich auch klar, Allergien, dass das über den Darm geht. Diabetes weiß man eh schon lange. Man weiß auch, dass durch den Lebensstil, durch den geänderten, die Diabetes sogar wieder rückgängig zu machen ist, also durch gesunde Ernährung und genug Sport. Dann Krebs ist sowieso mit dem Immunsystem immer ein Problem. Also Krebs kriegt man eigentlich nur, wenn das Immunsystem versagt. Wobei es ist auch ziemlich gut bei einer Chemotherapie, wenn man ein gesundes Mikrobiom hat. Im Grunde kann man alle Krankheiten, die einem so einfallen, irgendwie auf den Bauch zurückschieben. Was gerade ein ganz großes Thema ist, ist Depression, also neuropsychologische Krankheiten, Depression, Burnout und Angststörungen auch. Da konnte man ziemlich gut nachweisen, dass das mit einem gesunden Mikrobiom, also Bakterien, die meiste Forschung geht mit Bakterien, dass das dann besser wird oder auch gleich gar nicht kommt. Die Sache ist die, dass man vielleicht Ernährungsumstellung machen sollte, solange man gesund ist, weil wenn man erstmal eine Depression hat, hat man keine Lust da jetzt irgendwie da großartig sonst noch was zu machen. Dann die Neurogenese. Die Neurogenese ist im Grunde, wenn man neue Gehirnzellen oder neue Nervenzellen bekommt, also nicht nur im Gehirn. Das kann bis ins hohe Alter passieren. Also wir haben noch bis ins hohe Alter entwickeln wir neue Nervenzellen im Gehirn. Das ist erst seit kurzem bekannt. Und dieser Vorgang hat jetzt sicher schon jeder gehört, Omega-3-Fettsäure. Also für neue Nervenzellenentwicklung ist Omega-3-Fettsäure unheimlich wichtig.
Und das ist der Grund, warum man, es soll auch bei Depressionen helfen. Und das ist der Grund, warum man einem immer gesagt kriegt, man soll viel Fisch essen. Wobei das mit dem Fisch sehe ich eher kritisch, weil der meiste kommt aus Aquakulturen, ist also vollgepumpt mit Antibiotika. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist für unser Mikrobiom. Und dann ist er ziemlich schwermetallverseucht und Quecksilber hat noch keinen schlau gemacht. Aus dem Grund sagt man heute, man soll einfach essen, was die Fische essen. Algen, hier Wakame oder vom Sushi das Nori, was drumherum ist. Und wer sich besonders schlau essen will, es gibt auch Algenöl in der Apotheke. Dann ein anderes großes Thema sind momentan die Polysaccharide. Polysaccharide sind Mehrfachzucker, also wie Stärke, Zellulose und Pektine auch. Also gibt unheimlich viel verschiedene Mehrfachzucker und genauso gibt es auch verschiedene Bakterien, die diese Mehrfachzucker aufschließen. Momentan als Super-Superfood ist die Maulbeere. Also die wird gerade ganz toll gelobt. Aber es ist klar, wenn wir viele verschiedene so Trockenfrüchte oder überhaupt Früchte und Sachen essen, dass dann an jedem ist ein anderes Bakterium glücklich. Und also machen wir viele verschiedene glücklich, wenn wir viele verschiedene Dinge essen und nicht immer nur dasselbe. Und dann, was es natürlich auch noch gibt, sind die ganzen vergorenen Sachen oder das ist jetzt Tempeh, das ist im Grunde verschimmelte Soja. Da gibt es auch Natto, das ist damit Bakterien. Und das ist im Grunde, werden die ganzen Proteine, das ist eine totale Proteinbombe, also für die Sportler. Reine Proteine mit allem, was man braucht eigentlich, weil das schon gut aufgeschlossen ist, eben durch den Pilz. Und dann kennt jeder vielleicht Miso, wird zum Gewürzen genommen, diese Paste. Und dann Sauerkraut kennt jeder, das ist Milchsäuregärung. Das gab es früher öfters, also früher hat man Gemüse oft mit Milchsäure vergoren. Also, dass man das nur noch frisch isst oder in Dosen, das ist eigentlich neu. Man kennt auch aus Korea das Kimchi. Also, es ist in vielen Ländern ziemlich bekannt. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Getränke, wie jetzt Kwas, kennt man vielleicht den russischen Brottrunk. Tibitschi gibt es, glaube ich, und diesen Wasserkefir. Den Kombucha. Es gibt eine Unmenge an verschiedenen Lebensmitteln, die noch leben. Man muss nur mal probieren. Und ja, es heißt, dass man alles etwa 10 Mal probiert haben muss, bevor es einem überhaupt schmeckt. Also vorher findet man das irgendwie ungewohnt und eklig. Aus dem Grund kann man sagen, dass wir nicht essen, was uns schmeckt, sondern dass uns schmeckt, was wir essen. Dankeschön.